Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkraft und auch willkommen zu einem neuen Luftwaffe-Video, das ich heute für euch dabei habe. Bevor das aber losgeht, möchte ich gerne euch unseren Werbepartner vorstellen für dieses Video. Jetzt sagt ihr, ach komm, hör auf mit Werbepartnern. Naja gut, also ihr wisst ja, dass bei Barkraft das wirklich, wirklich wenig ist mit Werbepartnern. Und ich erzähle euch auch gleich, warum das so ist. Also, wenn man YouTuber ist, so wie ich, man kriegt quasi jeden Monat 3, 4, 5 Werbeangebote für allen möglichen Kroms, wie wir hier im Norden sagen. Und da ist wirklich wenig dabei, wo ich sage, da muss ich mal drüber nachdenken. Denn ich habe eine Regel. Entweder kenne ich das Produkt und benutze das selber und finde das gut. Oder ich probiere das Produkt aus und zwar so lange, bis ich überzeugt bin, dass ich dafür Werbung machen kann. Das ist bei Wargaming schon so gewesen, das war bei Blinkist schon so und das ist auch bei diesem Produkt so, denn es ist AG1, Athletic Greens. Ein Präparat, eine quasi Nahrungsergänzungssubstanz, das seht ihr hier mal eingeblendet. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum jemand wie ich ein Nahrungsergänzungsmittel braucht wie AG1. Also es ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Also ich habe ja 40 Stunden Dienst in der Woche fürs Vaterland. Also wenn ich im Dienst bin als Soldat, dann komme ich nach Hause und dann habe ich nochmal mindestens jeden Tag 3 bis vielleicht auch 4 Stunden und am Wochenende auch mal noch ein paar Stunden mit dem YouTube-Kanal zu tun. Das heißt, ich muss geistig immer auf der Höhe sein, ich muss tagsüber die ganzen Entscheidungen treffen, ich muss mich abends auf den YouTube-Kanal, auf das ganze, ja, die ganze Company, sage ich jetzt mal, konzentrieren, alles mögliche regeln und das zehrt wirklich auch am Hirn und da braucht man tatsächlich, ich sag mal, eine Regenerationsphase, geistige Flexibilität und das schafft AG1. Das ist schon mal das erste große Pluspunkt, den ich da sehe. Und das zweite ist, ich mache ja sehr viel Sport. Da seht ihr hier nochmal eingeblendet, links und rechts und oben und unten. Also ich bin ja wirklich viel unterwegs. Das heißt also, 5-mal die Woche Sport, da sind 3-mal Fitnessstudio dabei, da wird einmal ein Langlauf gemacht und einmal bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. So, im Sommer bin ich natürlich auch noch im Wasser, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, ich brauche auch noch irgendwas, was mich muskulär regeneriert. Das schaffe ich mit der normalen Ernährung nicht und deswegen kommt AG1 für mich da super gelegen, dass ich damit, ich sag mal, den leeren Akku wieder auffüllen kann. So, das heißt, ich hole mir aus diesem AG1, aus dem Präparat, geistige Fitness. Ich kann meine Muskulatur besser regenerieren und ich habe viel mehr Energie für den ganzen Tag. So, jetzt muss man aber auch wissen, das ist natürlich kein Nahrungsersatz, sondern das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. So, und warum ist es ein Ergänzungsmittel? Weil ich schaffe es zum Beispiel nicht, über den ganzen Tag verteilt alle Nährstoffe, Vitamine und alles, was ich so brauche, zu mir zu nehmen. Und deswegen muss ich ein bisschen nachhelfen. Ich habe das früher schon mal gemacht, dann habe ich da ein bisschen ausgesetzt mit und dann habe ich mir wieder was gesucht und jetzt AG1. Wie ich schon sagte, ich habe den Jungs von AG1 gesagt, pass auf, schickt mir eine Probepackung, ich probiere das 4 Wochen aus und dann setze ich mich hier nochmal ein Video oder ich sage euch, tut mir leid, mache ich nicht. Die 4 Wochen haben mich überzeugt. Ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich fitter, ich bin geistig flexibler. Ich sage mal, wenn ich Eisen gebogen habe, bin ich auf jeden Fall besser regeneriert am nächsten Tag und ich starte den Tag mit viel mehr Energie. Also ich schleppe mich nicht ins Büro, sondern ich gehe da richtig Vollgas ran. So, und das ist natürlich wieder so eine Sache, das müsst ihr dann in eure Tagesroutine einbauen. Ihr müsst versuchen, eine Routine draus zu machen. Und es ist ja ganz einfach. Dieses AG1 stellt ihr in den Kühlschrank, das ist ja ein Pulver, das seht ihr hier nochmal eingeblendet. Dann nehmt ihr morgens 250 bis 350 Milliliter Wasser, packt einen Scoop da rein, schüttelt das durch, trinkt das am besten, bevor ihr überhaupt was zu euch nehmt. Und dann seid ihr fit für den Tag und das kann richtig losgehen. Und dann müsst ihr natürlich wissen, dass es qualitativ sehr hochwertig, das Ganze. Dann ist es ein Synergieeffekt, das heißt also, alle Anteile vermischen sich im Körper so, wie ihr das braucht. Und tatsächlich ist diese Zubereitung ja so einfach, dass man das jeden Tag, jeden Morgen nehmen kann. So, dann seht ihr hier nochmal auf dem Bild das Starterpaket, was ihr bekommt. Da ist das Pulver drin, da ist ein Shaker drin, da könnt ihr es zubereiten. Dann habt ihr euer Aufbewahrungsbehälter, den könnt ihr in den Kühlschrank stellen. Und somit ist das echt gut für den Start in den Tag. Wenn ihr, wie ihr hier eingeblendet seht, natürlich ein Abo abschließt, dann kriegt ihr das jeden Monat geliefert. Das heißt natürlich auch für euch, ihr müsst euch nicht darum kümmern, dass ihr in den Laden geht und euch das kauft. Da ist man ja manchmal so ein bisschen träge. Aber wenn es mit der Post kommt jeden Monat, dann wisst ihr, es ist da, kann losgehen, ich kann das aufbrauchen. Und wenn ihr die Travel Packs auch noch habt, könnt ihr es von unterwegs mitnehmen und benutzen. So, das soll eigentlich erstmal genug sein zu AG1.
Ich werde auf jeden Fall jetzt weiter das nehmen. Ich fühle mich besser. Ich finde das gut und ich kann euch das nur empfehlen. Probiert das aus, lest euch das mal durch und dann habt ihr einen guten Start in den Tag. So, das soll es zum Werbeblock für AG1 sein. Ganz kurz nochmal ein, zwei Sätze zu dem Video. Wir reden hier heute Luftwaffe, wilde Sau, Nachtjagd, also die helle Nachtjagd mit Messerschmitt und Focke Wulf von Hajo Herrmann. Sehr interessantes Kapitel der Geschichte und ich muss sagen, als ich den Text gefunden habe und mir das durchgelesen habe, habe ich gesagt, also das habe ich wohl schon mal gehört, aber so genau wusste ich das auch nicht. Deswegen starten wir jetzt mit der wilden Sau, der hellen Nachtjagd, erfunden quasi von Hajo Herrmann und ich sag mal, den Aufstieg dieser hellen Nachtjagd und den, naja, und das Ende der wilden Nachtjagd. Der helle Nachtjagd, so heißt es genau. Gut, genug gequatscht für den Anfang. Los geht's. Am späten Nachmittag des 3. Juli 1943 jagt ein blaugrauer Luftwaffen-Pkw von Potsdam über die Avus nach Berlin. Der Mann am Steuer, Major Hajo Herrmann, führt ein Doppelleben. Tagsüber sitzt er als Referent der Gruppe Taktisch-Technische Forderung im Führungsstab der Luftwaffe in Wildpark Werder. Nachts hängt er mit einer Focke Wulf 190 am Himmel. Herrmann will beweisen, dass seine Idee richtig ist. Die Idee, für die viele Fachleute und Vorgesetzte nur ein mitleidiges Lächeln übrig haben. Endlich biegt der Wagen auf den Flugplatz Staaken ein. Andere Flugzeugführer, Freiwillige aus Stäben und Fliegerschulen sind zur Stelle. Die Maschinen stehen startbereit. Unter dem Rumpf hängt ein 400 Liter Zusatztank. Damit können sich die Jäger gut 2,5 Stunden in der Luft halten. Abends landet der kleine Verband in Mönchengladbach. Das Wetter verspricht eine klare, wolkenlose Nacht. Herrmann hört von Zeit zu Zeit die Luftlage mit. Gegen Mitternacht ist es soweit. Die Engländer kommen. Ein starker Bomberverband dringt über die holländische Küste vor. Sein Anflugskurs zielt auf das Ruhrgebiet. Minuten später sind 10 Me-109 und Focke Wulf 190 des Versuchskommandos Herrmann in der Luft. Sie fliegen dem Feind entgegen, weil sie ihn ohne Bodenführung gar nicht finden würden. Stattdessen klettern sie im Raum Duisburg-Essen, dem vermutlichen Angriffsziel, auf die gemeldete Flughöhe der Bomber. Dann warten sie ab und beobachten gespannt den Himmel im Westen. Dort dringt der Gegner jetzt durch die Himmelbettkreise vor, in denen die zweimotorigen Nachtjäger vom Boden aus durch Funksprechbefehle an die feindlichen Bomber herangeführt werden. Was Herrmann erwartet, geschieht. Plötzlich flackert, noch weit entfernt, eine Fackel auf 360 und sinkt langsam tiefer. Das ist ein brennend abstürzender Bomber. Die zweimotorigen Nachtjäger liegen im Kampf. Die Brandfackeln ihrer Erfolge markieren den Weg des Bomberstroms. Sie kommen genau auf uns zu, sagt Herrmann im Sprechfunk. Dann leuchtet ein Abschuss links vom bisherigen Kurs der Bombe auf. Sie müssen nach Süden geschwenkt sein. Auf einmal segeln bunte Lichter über den Himmel. Das sind die Markierungsbomben der britischen Pfadfinder. Da, Tannenbäume, ruft Herrmann, nichts wie hin. Vor den Augen der deutschen Jäger entfaltet sich ein faszinierendes Feuerwerk. Es scheint ganz nah zu sein. Ungezählte Scheinwerferstrahlen tasten den Himmel ab. Gelbe, grüne und rote Fallschirmleuchtbomben senken sich langsam zur Erde. Am Boden blitzen die Einschläge der ersten Reihenwürfe auf. Das Feuer breitet sich aus. Diese Brandbombenstraßen weisen den Jägern am Himmel endgültig den Weg zum Angriffsziel. Es ist Köln. Liegt also weiter weg, als Herrmann zunächst angenommen hatte. Mit Vollgas jagen sie hin. Die Scheinwerfer haben mehrere 4-Mod-Bomber erfasst, übergießen sie mit kalkweißem Licht und lassen sie minutenlang nicht aus den Fängen. Darauf baut Herrmanns Plan auf. Seine einmotorigen Jäger können nicht wie die zweimotorigen Nachtjäger vom Boden aus mit Radar geführt werden. Sie sind darauf angewiesen, die Bomber mit eigenen Augen zu sehen. Das können sie nur im Scheinwerferlicht, also direkt über dem Angriffsziel. Mitten im Sperrfeuer der eigenen Flak. Zusätzlich zu den bisher angewandten Abwehrmethoden und außerhalb ihrer starren Ordnung stürzen sich diese Jäger wie die wilden Säue in den Kampf. Der Name bleibt an ihnen haften. Die wilde Sau ist los. Plötzlich fliegt Herrmann hinter einem hell angestrahlten Bomber.
Er fliegt dicht heran, so dicht, dass er selbst von den Scheinwerfern geblendet wird. Ringsum krepieren die Granaten, der schweren Flak. Ich saß wie an einem Käfig aus Feuer und glühendem Stahl, berichtet er. Hermann kennt das von vielen eigenen Feindflügen. Denn er ist nicht Jäger, sondern Kampfflieger. Er hat die Londoner Flak erlebt und in den Fängen der Schiffsflak über den Konvois im nördlichen Eismeer gehangen. Er ist mit einem blauen Auge aus dem wohl stärksten Flakfeuer des Krieges über der britischen Mittelmeerfestung Malta herausgekommen. Ihn kann so leicht nichts mehr erschüttern. Unterschätzen Sie die deutsche Flak nicht, hatte ihm der Luftwaffenbefehlshaber Mitte, Generaloberst Hubert Weise, warnend gesagt, als Hermann ihm den Plan der einmotorigen Nachtjagd vortrug. Das will Hermann auch gar nicht. Er vereinbart mit dem Kommandeur der im Ruhrgebiet liegenden 4. Flak-Division, Generalmajor Johannes Hinz, eine Abgrenzung der Feuerzone. Die Flak soll nur bis zu einer Höhe von 6000 Metern schießen und das Gebiet darüber den Jägern der wilden Sau überlassen. Wenn die Jäger bei der Verfolgung eines Bombers in die Flak-Feuerzone eindringen, müssen sie sich durch Leuchtsignale zu erkennen geben. Dann soll die Flak dieses eine Ziel aussparen, auf anderen Bomber aber weiterfeuern. So kompliziert das klingt, Übungen über Berlin haben bewiesen, dass die Abgrenzung möglich ist. General Hinz ist ebenfalls bereit, den Versuch zu wagen. Aber nun jagt Hermann nicht über dem Ruhrgebiet, sondern über Köln. Und die 7. Flak-Division, die dort unten den Abwehrkampf führt, weiß nichts von den Vereinbarungen. Die Flak hat keine Ahnung, dass zusammen mit den britischen Bombern deutsche Nachtjäger am Himmel herumkurven, mitten im Feuer der 8-8-Batterien. Die grünen und roten Leuchtkugeln in 6000 und 7000 Meter Höhe werden von den Männern am Boden nicht verstanden. Hermann zögert nur einen Augenblick, dann gibt er trotzdem Angriffsbefehl. Er hängt so dicht hinter der Lancaster, dass er im gleißenden Scheinwerferlicht deutlich den Bomberheckschützen in seiner Kanzel sieht. Der Engländer ist ahnungslos. Er schaut nach unten, auf die brennende Stadt. Bisher war es immer so, dass er nur beim An- und Abflug im Dunkeln vor den deutschen Nachtjägern auf der Hut sein musste. Nicht aber im hellen Feuerschein über dem Angriffsziel selbst. Das ist nun vorbei. Hermann zielt sorgfältig und jagt einen Feuerstoß aus seinen 4 Kanonen. Die viermotorige Lancaster wird vollgetroffen. Sie brennt sofort. Der schwere Bomber stürzt aus einer gerissenen Linkskurve wie eine lodernde Fackel in die Tiefe. Der erfolgreiche Jäger zieht hoch aus dem Flakfeuer heraus und sieht sich um. 3 oder 4 brennende Viermotorige leuchten durch die Nacht. Als die Versuchsgruppe wieder im Einsatzhafen landet, fehlt nur eine von den 10 Maschinen. Hermann zählt die beobachteten Abschüsse zusammen und kommt auf 12. Diese Zahl meldet er nach Berlin und fügt hinzu, trotz des vielen Eisens in der Luft, 12 Viermotorige unter erschwerten Bedingungen abgeschossen. Das ist ein unerwarteter, ein großer Erfolg der wilden Sau bei ihrem ersten scharfen Probeeinsatz. Dieses Ergebnis bringt den Stein ins Rollen. Göring, der sich schon vor 6 Tagen am 27. Juni nach einem Vortrag von Major Herjo Hermann und Werner Baumbach positiv zu einem Versuch der Einmod-Nachtjagd geäußert hatte, klingelt Hermann am frühen Morgen nach der anstrengenden Nacht aus dem Bett, befiehlt ihn nach Karinhall und lässt sich ausführlich berichten. Als der 30-jährige Major und Erfinder der neuen Taktik das Haus des Reichsmarschalls verlässt, hat er den Befehl zur Aufstellung eines ganzen Wilde-Sau-Geschwaders des Jagdgeschwaders 300 in der Tasche. Zweifellos hatte ein anderes Ereignis zu dieser Entwicklung beigetragen. Am 24. Juni war der kommandierende General des 12. Fliegerkorps und General der Nachtjagd, Josef Kammhuber, bei Hitler in Ungnade gefallen. Der Bayer Kammhuber hatte die Nachtjagd seit 1940 systematisch aufgebaut. Rückschläge hatten ihn nicht erschüttern können. So war ihm die helle Nachtjagd im Scheinwerferriegel zerschlagen worden, als die Gauleiter die Werferregimenter für ihre Städte anforderten und auch erhielten. Hitler selbst hatte außerdem die aussichtsreiche Fernnachtjagd über den Heimatflugplätzen der britischen Bomber verboten. Unverdrossen baute Kammhuber daraufhin die Dunkelnachtjagd aus.
Im Sommer 43 erstreckte sich das Netz seiner Himmelbettstellung von der Nordspitze Jütlands über tausende Kilometer bis ans Mittelmeer. 5 Nachtjagdgeschwader mit rund 4000 zweimotorigen Jägern waren einsatzbereit, eine 6. im Aufbau. Doch das alles genügte nicht. Angesichts der Geheimberichte über die alliierte Luftrüstung, vor allem in Amerika, konnte man es sich an den Fingern einer Hand abzählen, dass die viermotorigen Bomberflotten die deutsche Abwehr bei Nacht einfach überrollen würden. Pflichtgemäß arbeitete General Kammhuber Vorschläge aus, wie der Gefahr begegnet werden könnte. Er sah die Lösung nicht so sehr in einer neuen Taktik, die den Nachtjägern aus den engen Fesseln des Himmelbetts befreite, sondern im großzügigen Ausbau seiner vorhandenen Organisation. Statt 6 sollten 18 Nachtjagdgeschwader aufgestellt werden. Statt des Riegels im Westen ein Netz von Jägerleitstellungen über ganz Deutschland. Statt der bisherigen kostspieligen Radargeräte völlig neue Rundsichtanlagen und Funkführungsverfahren. Und statt der alten dann neue Augen für die Nachtjäger selbst, Bordradargeräte, die wesentlich weiter sehen konnten als bisher. Dieses gewaltige Programm konnte nur verwirklicht werden, wenn vor allem die Funkindustrie große Produktionszweige darauf umstellte. Göring hatte dem Programm schon halbwegs zugestimmt, als es Hitler zur Entscheidung vorgelegt wurde. Am 24. Juni 1943 wurde Kammhuber in die Wolfschanze befohlen. Um seine Vorschläge zu erläutern, wie er glaubte, aber Hitler ließ ihn gar nicht zu Wort kommen. Er verbiss sich in die amerikanischen Produktionszahlen, die Kammhuber zum Ausgangspunkt seiner Denkschrift genommen hatte. Da stand es schwarz auf weiß. Die USA stellten Monat für Monat über 5000 Militärflugzeuge her. Das ist ja barer Unsinn, erboste sich Hitler. Wenn diese Zahlen stimmten, dann hätten sie ja recht. Dann müsste ich jetzt sofort die Ostfront zurücknehmen und müsste alle Kraft in die Luftverteidigung stecken. Aber sie stimmen nicht. Ich verbitte mir solchen Unsinn. Die Zahlen stammten aus einer zuverlässigen Zusammenstellung des 1C-Stabes des Oberkommandos der Wehrmacht. Bisher waren sie nie bezweifelt worden. OKW-Chef Keitel ließ ebenso wie Göring Hitlers Ausbruch mit rotem Kopf über sich ergehen. Niemand wagte zu widersprechen. Kammhubers Vorschläge lehnte Hitler glattweg ab. Die Nachtjagd schösse genug feindliche Bomben herunter, die abschreckende Wirkung würde schon eintreten. Damit war der General entlassen. Göring, vor Hitler stumm wie ein Fisch, machte Kammhuber hinterher die schwersten Vorwürfe. Er habe ihn, den Reichsmarschall, beim Führer durch seine größenwahnsinnigen Forderungen bloßgestellt. »Wenn Sie die ganze Luftwaffe schlucken wollen«, schrie nun auch Göring, »dann setzen Sie sich doch gleich auf meinen Stuhl.« Kammhuber wurde als kommandierender General des 12. Fliegerkorps bald darauf von Generalmajor Josef Beppo Schmidt, bisherigen 1C des Luftwaffenführungsstabes, abgelöst. Bis Mitte November 1943 blieb Kammhuber noch General der Nachtjagd, dann verlor er auch diese letzte Stellung, in der er noch Einfluss auf seine Waffe gehabt hätte. Der Mann, dem der Aufbau der Nachtjagd zu verdanken war, wurde nach Norwegen abgeschoben. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Vorschlag des Majors Hajo Hermann, der sich mit der wilden Sau eine neue Variante der Nachtjagd ausgedacht hat, erhöhte Bedeutung. Hermanns Gedanken erscheinen gar nicht so abwegig. Die im Himmelbett geführte Nachtjagd kann immer nur eine beschränkte Zahl feindlicher Bomber abschießen. Zu viele Viermotorige kommen durch und verwüsten die Städte. Über dem Zielgebiet aber werden sie oft minutenlang von Scheinwerfern festgehalten. Diese Zeit muss dem Jäger genügen. Er braucht kein kompliziertes Leitverfahren, um seinen Gegner zu finden. Gewiss ist der Einsatz schwieriger als am Tage, doch er beruht auf der Möglichkeit optischer Sicht. Er kann daher von ganz normalen einmotorigen Jagdflugzeugen ausgeführt werden. Hermann glaubt von Anfang an nicht, ein Allheilmittel gegen die Bomberströme gefunden zu haben. Er will die geführte Nachtjagd auch nicht verdrängen. Er will sie nur durch zusätzliche Methoden ergänzen, über dem Zielgebiet, dessen Schutz bisher allein die Flak überlassen blieb.
dass die wilde Sau durch die Ereignisse des Julis 43 plötzlich in den Mittelpunkt rücken und zeitweilig zur einzigen Hoffnung der Reichsverteidigung wird, kann ihr Schöpfer nicht ahnen. Kaum hat Hermann mit der Aufstellung und Ausbildung der drei Gruppen seines Jagdgeschwader 300 in Bonn, Hangela, Rheine und Oldenburg begonnen, da bricht am 24. Juli die Katastrophe über Hamburg herein. Mit ihren Silberwolken vernebeln die Engländer die deutschen Radargeräte. Flak und Nachtjäger erblinden. Schon am nächsten Tag ruft Göring den Kommodore des Jagdgeschwaders 300 an. Hermann, sagt er ernst, Hamburg ist angegriffen worden. Es war so schlimm wie noch nie. Die ganze Nachtjagd ist ausgefallen. Jetzt kann ich mich nur noch auf Sie verlassen. Sie müssen unbedingt einsetzen. Und wenn es nur ein paar Maschinen sind. In der zweiten Angriffsnacht vom 27. zum 28. Juli führt Hermann 12 Jäger gegen die Bomberwellen über dem brennenden Hamburg. Auch 2 motorige Jäger beteiligen sich an dieser wilden Sau. Die Engländer haben höhere Verluste als beim ersten Angriff. Bereits am 1. August befiehlt der Luftwaffenoberbefehlshaber Mitte, Generaloberst Weise, dass aufgrund der Radarstörung ab sofort alle Kräfte der Nachtjagd wie die Einmotorjäger des Geschwaders Hermann über der Flakscheinwerferzone des angegriffenen Objekts einzusetzen sind. Damit wird die wilde Sau als Taktik auf die ganze Nachtjagd ausgedehnt. Selbst General Kammhuber, zu dieser Zeit noch an der Spitze des 12. Fliegerkorps, weist seine Kommandeure an, das im Augenblick wirkungslose Himmelbettverfahren aufzugeben und die neue Methode anzuwenden. Bald jagen ganze Geschwader ein- und zweimotoriger Nachtjäger am Himmel auf ein fernes Feuerzeichen zu, um die Angreifer noch über dem Ziel zu stellen. Leicht ist das nicht. In der Nacht zum 18. August sammeln sich die Jäger über Berlin, weil sie einen Angriff auf die Reichshauptstadt erwarten. Tatsächlich aber geht Peenemünde in Flammen auf. In der Nacht zum 24. August aber ist wirklich Berlin das Ziel von 727 Bombern. Die Marschrichtung des Bomberstroms wird in die Divisionsgefechtsstände von Stade und Döberitz so früh erkannt, dass die Leitoffiziere in ihrer Funkreportage schon über eine Stunde vor der Angriffszeit das Ziel nennen können. Von allen Seiten stoßen daraufhin Nachtjagdgruppen auf die Hauptstadt zu. Als die RAF-Bomber an der Spree eintreffen, als sie ihre ersten Leuchtbomben setzen, da bricht die Hölle los. Über dem riesigen Gebiet von Berlin, dessen Scheinwerferring einen Durchmesser von gut 80 Kilometern hat, wird die Nacht zum Tage. Und zur Begleitmusik der Flak, die auf Befehl Weises nur bis zur Höhe von 4.500 Meter schießen darf, entbrannt eine Nachtluftschlacht, die die Engländer 56 viermotorige Bomber kostet. Eine Woche später das gleiche Bild. Wieder ist die wilde Sau rechtzeitig da und stellt die Angreifer direkt über Berlin zum Kampf. Diesmal werden 47 Lancaster, Halifax und Stirling-Bomber abgeschossen. Trotz aller Störmaßnahmen, trotz der Silberwolken, die das deutsche Radar einnebeln und die Jägerführung matt setzen, und trotz der neuen Rotterdam-Geräte in den Bombern, mit denen sie das überflogene Land durch Milliarden von Radarechos sichtbar machen, trotz alledem werden die ersten drei Großangriffe auf Berlin in den Nächten zum 24. August, zum 1. und zum 4. September 1943 zu einer deutlichen Warnung für das britische Bomberkommando. 123 Viermotorige kehren nicht zurück und weitere 114 werden beschädigt. Das sind zusammen 14% aller eingesetzten Bomber. Diese Verlustrate ist höher als je zuvor. Und das in einem Augenblick, da man die deutsche Abwehr geschlagen glaubte. Der Weg nach Berlin ist weit. Die deutsche Einsatzführung kann das Ziel des Bomberstroms früh genug erkennen. Und die Taktik der wilden Sau gibt ihr die Möglichkeit, dem Angriffsschwerpunkt des Feindes die Masse der eigenen Jäger entgegenzuwerfen. Beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe in Berlin breitet sich ein vorsichtiger Optimismus aus. Feldmarschall Milch sagt am 25. August, wir sind fest davon überzeugt, dass es uns gelingt, den Gegner bei Tage wie bei Nacht empfindlicher als bisher zu schlagen. Das ist die einzige Möglichkeit, die deutsche Rüstungsindustrie
und die Menschenzentren, die dazu gehören, zu erhalten. Gelingt uns das nicht, dann werden wir überrollt. Auch Göring nennt die Nacht von Berlin einen entscheidenden Abwehrsieg, der bei der Luftwaffe und der Bevölkerung zu einem günstigen Stimmungsumschwung geführt habe. Schon im September erhält Hermann den Befehl, sein gerade aufgestelltes Jagdgeschwader 300 zu einer Division mit drei Geschwadern auszubauen. Hermann selbst wird als Oberstleutnant Kommandeur dieser neuen 30. Jagddivision. Seine Geschwader, das Jagdgeschwader 300 unter Oberstleutnant Kurt Kettner in Bonn-Hangelar, das Jagdgeschwader 301 unter Major Helmut Weinreich in Neubiberg bei München und das Jagdgeschwader 302 unter Major Manfred Mösinger in Döberitz besitzen allerdings nur für eine Gruppe eigene Flugzeuge. Die anderen Gruppen sind sogenannte Aufsitzer. Sie müssen mit den Maschinen einer Tagjagdgruppe starten, die sie ihnen für die Nacht überlässt. Diese doppelte Beanspruchung halten viele Flugzeuge nicht aus. Die Verluste der einen Gruppe bei Nacht wirken sich auf die Einsatzbereitschaft der anderen bei Tage aus und umgekehrt. Mit dem beginnenden Herbstwetter werden die klaren, wolkenlosen Nächte immer seltener. Das britische Bomberkommando stellt seine Angriffstaktik auf Schlechtwettereinsätze um, weil die einmotorige Nachtjagd dann schwer behindert ist. Die wilde Sauber startet auch in einem Wetter, in dem sogar die Vögel zu Fuß gehen und jeder Jagdeinsatz früher undenkbar gewesen wäre. Hermann begründet das so: Wir mussten dem Bomberkommando auf den Fersen bleiben und ihm in das Wetter folgen, in das wir es gezwungen hatten. Wäre das unterblieben, hätte die RAF die Luftherrschaft über Berlin errungen. Das konnten wir uns nicht erlauben. Tatsächlich wird die am 18. November 1943 begonnene, bis zum 24. März 1944 dauernde Luftschlacht um Berlin zu einem Kampf auf Leben und Tod. In dieser Zeit finden 16 Großangriffe auf die Reichshauptstadt statt. Luftmarschall Harris, der Chef des Bomberkommandos, will Berlin von einem bis zum anderen Ende zerstören. Dieses Unternehmen, so trumpft Harris auf, wird uns 400 bis 500 Bomber, Deutschland aber den Verlust des Krieges kosten. Durch den Masseneinsatz seines besten Bombers, der viermotorigen Lancaster, gegen Berlin und andere wichtige Städteziele glaubt Harris, die deutsche Kapitulation bis zum 1. April 1944 erzwingen zu können. Das ist die Drohung, denn die Nachtjagd in den harten Wintermonaten 43-44 mit der wilde Sau-Taktik begegnet. Kein Mittel bleibt unversucht, um die Sichtverhältnisse über dem Angriffsziel zu verbessern und dadurch wieder auf den Feind zum Schuss zu kommen. Da die Engländer ihre Bomben jetzt meist durch die geschlossene Wolkendecke werfen, können die Scheinwerfer sie nicht mehr erfassen. Dennoch strahlen die Werfer von unten die Wolken an und hellen sie zusammen mit dem Feuerschein der brennenden Stadt auf. Sie erzeugen ein Leichentuch, auf dem die Bomber von oben gesehen wie schwarze Insekten herumkriechen und dem Nachtjäger sichtbar werden. Hermann macht sogar den Vorschlag, die Berliner sollen die Verdunkelung aufheben und so viel Licht wie möglich durch Fenster und Türen auf die Straßen fallen lassen. Je heller die Stadt sei, desto besser könnten die Jäger den Feind über den Wolken erkennen. Die Engländer richten ihre Angriffe ohnehin allein nach den Messungen ihrer Rotterdam-Radargeräte. Aber dieser Vorschlag wird vom Reichsminister Goebbels, dem Gauleiter von Berlin, abgelehnt. Wollen wir die britischen Pfadfinder ihre Tannenbäume zur Markierung des Ziels für die nachfolgenden Bomber am Himmel aussetzen, werfen deutsche Beleuchterflugzeuge über den Wolken Scharen von Leuchtbomben in das abgesteckte Gebiet und tauchen es in gleißendes Licht. Der Erfolg bleibt nicht aus. Die Jäger beobachten, dass der Gegner ein hell ausgeleuchtetes Zielgebiet kaum noch im dicht geschlossenen Bomberstrom, sondern in stark gelichteter Formation überfliegt. Dadurch bleibt auch die vernichtende Wirkung des Bombenteppichs in den getroffenen Stadtgebieten aus, weil die Bomben auf eine zu große Fläche verstreut geworfen werden. Der britische Vizeluftmarschall Bennett beklagt, dass zahlreiche Bomberbesatzungen ihre Angriffe auf Berlin nicht mehr mit der gewohnten Entschlossenheit durchführten. Nacht für Nacht seien viele Bomben
auf den Anflugwegen und sogar über der Nordsee verstreut worden. Zweifellos hat der beharrliche Einsatz deutscher Nachtjäger auf der langen Bomberstraße nach Berlin seinen Eindruck auf die Engländer nicht verfehlt. Die wilde Sau erleidet freilich bei diesen Schlechtwettereinsätzen selbst hohe Verluste, die bald die erzielten Erfolge überschatten. Die einmotorigen Jäger sind ja nicht blindflugfähig. Selbst wenn sie einen Zielflugempfänger besitzen, mit dem sie das Funkfeuer eines Flugplatzes ansteuern können, zerschellen sie oft beim Durchstoßen der aufliegenden Wolken am Boden. Immer häufiger müssen die Piloten mit dem Fallschirm abspringen, weil der Versuch zu landen den Tod bedeuten würde. Allzu oft stoßen die Jäger auch ins Leere. Ihr Einsatz hängt zunächst davon ab, dass die Bodenführung das Angriffsobjekt der Engländer rechtzeitig erkennt, trotz gestörter Radargeräte, trotz Täuschung und Ablenkungsangriffen des Gegners. Rechtzeitig heißt eine halbe Stunde vor dem Angriff, damit die Gruppen der wilden Sau noch über dem Ziel versammelt werden können. Die Jägerleitoffiziere müssen sich auf ihre Erfahrung, oft auch auf ihre Intuition verlassen, um den Weg des Bombersturms richtig zu deuten. Und das gelingt in den Schlechtwetternächten verzweifelt selten. So verblasst die einmotorige Nachtjagd schnell, nachdem sie einen kometenhaften Aufstieg erlebt hatte. Am 16. März 1944 wird die 30. Jagddivision wieder aufgelöst. Nur wenige wilde Saugruppen bleiben im Einsatz.